Gut. Also dann, na, wir sind sogar im Plus geblieben, das ist gut. Eben eine Sache nachschauen hier. Gut, dann warten wir jetzt, dass der Zug in Utrecht ankommt und dann können wir weiterbauen. 66.000. Ich das Spiel mal. Ich mache mal auf Mittel. Und dann können wir mich ein bisschen besser planen. Also wir wollen jetzt nach Essen. Heißt also hier hin. So. Das ist die Stelle. Müssen hier einmal so quer, kommen hier runter, müssen hier durch die Hügel. Dann hier. Okay. Also. Das ist teuer. Und scheiß das Geld alle. Das wird jetzt nicht ganz günstig, dahin zu kommen. Aber gut, das kriegen wir im Moment. Die Spielschwierigkeit, glaube ich, mal auf schnell. So, jetzt ist der Zug sehr langsam. Wahrscheinlich fährt er ja gerade an der Küste lang. Genau. 70.000. Wir legen das Gleis. Wir fahren hier den Berg rauf. So, und dann checken wir mal kurz. Ja, wir fahren eine. Schlimmer da. Ja, genau 0 Pfund. Mist. So, wir haben 22.000, die wir zum Jahresbeginn verlieren. So, aber die Einnahmen sind stetig. Das ist gut. So, jetzt fahren wir hier runter. Kurz prüfen. Moment, stopp. Meldung nochmal. Verbindet Dijon mit Bern. Ja, die Schweiz. Interessant. Okay, also wir wollten jetzt hier runter, haben wir gesagt. Und dann hier. Ist klar. Oh, Zug wieder unterwegs nach Utrecht. Hier. Vielleicht jetzt gerade können wir mal umstellen auf komplexe Wirtschaft und Halsabschneiderei, dann wird es halt etwas mühseliger mit der Wirtschaft. So, also dann warten wir, dass der Zug in Utrecht ankommt. Und hier noch ein paar weitere Anzeigen, das können wir uns eigentlich nochmal angucken, wenn wir ein bisschen warten müssen. Aber erstmal bauen wir jetzt hier weiter. So, 13.000 minus. So, wunderbar. 1,5% Steigung vor Essen. Und dann hat man gesagt, mit Orléans, okay. So, was wir jetzt nochmal gucken müssten. Wir frieren mal kurz ein. Wie viel warten jetzt hier? Da gibt es mehr Möglichkeiten. Wir können uns das hier auf der Karte angucken. Dann sehen wir unser Streckennetz. Die Schienen. Hier ist der Zug angedeutet. Wir sehen, Antwerpen hat einmal Post, einmal Passagiere und Wolle. Wir haben hier in Brüssel zwei Passagiere, die wir mit transportieren können. Utrecht hätte jetzt auch noch einen zusätzlichen Post und einen Passagierwaggon. Oder entsprechend Passagiere und Tonnen Post. Das heißt also, wenn wir jetzt nochmal wieder zurückgehen, kannst du auch noch hier sehen, wenn wir da auf die i klicken. Also hier gibt es noch mehr. Das sollten wir jetzt dass wir sagen, wir werden, Moment, in Antwerpen. Das ist wahrscheinlich so, das ist nur, naja, wir sehen das hier, das nicht. Die Wolle reicht nicht aus, dass man da so einen Wollbetrieb macht, da müssen wir auch irgendwann doppelgleisig werden. Also machen wir Folgendes, wir werden jetzt in Brüssel noch einen Passagierwagen dranhängen und wir werden aus Utrecht einen Postwagen und zwei Passagierwaggons nutzen. Prüfen noch mal ganz kurz Brüssel. Da reicht ein Post.
Brüssel 1 Post, 2 Passagiere, 2 Post, 2 Passagiere. Denn wir prüfen nochmal. Das ist noch, genau, das ist prima. Alles klar. Dann kann es weitergehen. Hätten wir vielleicht machen sollen, bevor wir in Utrecht losfahren, aber das heißt, dass die Bevölkerung dann ein bisschen warten darf. Das, da muss ich mit durch. Dringende Förderung. Moment. Einfrieren. Und reagieren. Also, was war das jetzt hier? Fußball-Weltmeisterschaft oder was? Meisterschaftsspiel. Utrecht spielt gegen Brüssel. So, was wir jetzt machen können, ist, wir können diesen Zug hier nehmen und dem Sonderfahrten. Er muss nach Utrecht und dann nach Brüssel. Also machen wir folgendes: Wir nehmen ihn hier und sagen, fahre bitte nach Utrecht. So schnell es geht und nimm dort nur einen Passagierwagen auf. Und dann schicken wir ihn nach Brüssel. Wir sehen hier unten den Bonus, 273.000 gibt es dafür. Das wäre schon echt schick. So, er muss jetzt drehen, das heißt, er wird jetzt für ja, die Fiskalperiode ist zu Ende. Ja, das wollen wir uns jetzt im Detail angucken. Sieht gut aus. Profit 640.000. Aktie steigt. Dijon Bern geht bergab. Limoges Tour ist auch wertvoll. 180 Netzwert. Na gut. Wir wären jetzt Wildhüter. Okay. Also ich wollte jetzt aber hier gucken. Der dreht jetzt um und fährt wieder zurück. Die Leute quasi zurück nach Utrecht. Man sieht jetzt hier, der Bonus geht runter. Das, aber den sollten wir trotzdem mitnehmen. Das wäre, glaube ich, ganz charmant. So, und wir hängen auch jetzt gleich nur den Passagierwaggon, dann ist er nämlich noch schneller, der Zug. Na, gar nicht wahr, der. Moment, wir machen hier. Moment. So, wir lassen das so. Dann können wir nämlich. Er fährt schon mit 60 km/h. Alles okay. Hier um die Kurve wird er langsamer. Bei 2000. Und jetzt? Wieso hat er denn jetzt die. Jetzt soll er doch nach Brüssel fahren, oder? Utrecht, da habe ich das falsch rum gemacht. Denn eigentlich wird die Lokomotive dann grün, wenn wir diesen Bonus haben. Das waren doch Passagiere, oder nicht? Das zeigt uns jetzt nicht mehr an. Nee, leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Das zeigt es uns aber auch nicht an, wenn hier noch so eine Sonderaufgabe ist. Bring ich gefragt, Wein war das? Ach da, Mist. Mist, 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 Mist. Wenn wir lesen können, ist klar ein Vorteil. Dann machen wir das hier nochmal weg. Also, er soll jetzt nach Antwerpen fahren. Und wenn er da ankommt. Kurz einfrieren. So, jetzt. Also zurück nach Utrecht und da hat er nur gedacht, so Weintank. Hat er gedacht, das wäre ein oh, Mist. Köln, muss ich aufpassen hier. Kommt uns sehr verdächtig nahe. Köln ist schon weg. Wollen wir jetzt hier so einen Quatsch machen. Ja, das war jetzt nicht so schlau. So, wir haben eine neue Lokomotive, die 462 Grizzly. 45 km/h mehr Leistung. Wir müssen auf den Essen wirklich gleich mal den den Bahnhof bauen, wenn wir das jetzt hinkriegen in
in der Runde hier. So, schnell den Bahnhof bauen. So. Essen bietet uns an, 10.000 Anteile zu kaufen zu 18 Pfund. Da können wir die Aktien verkaufen, das mache ich. So, das bringt nämlich richtig Geld. So, und der muss jetzt, was haben wir jetzt gesagt? Da hängt jetzt der neue Waggon dran. Wein sollte nach Brüssel, genau. Das ist okay, da fährt er jetzt auch hin. Wir können jetzt hier den Bahnhof erweitern mit dem Postamt. Und wir machen direkt das Hotel. Das bringt nämlich mehr als das Restaurant. Gut. So, jetzt haben wir Essen gewonnen. Da wird jetzt hier, der wird nicht den Wirtschaftskrieg anfangen. Das haben wir abgeschaltet. Das können wir jetzt hier aktivieren. In den Aktionen. Schwellismusgrad, das wollen wir aber gar nicht haben. So, dann geht es also Richtung Essen gleich. Das machen wir dann, sobald er in Brüssel angekommen ist. Wir können da nochmal gucken, wie viel jetzt hier in Brüssel gerade schon wartet. 3 Post, 3 Passagiere, okay. Also, Post, Passagier. Ich müsste jetzt mal gucken, Bonus ist jetzt schon sehr klein geworden, weil wir da einmal falsch im Kreis gefahren sind. Bisschen unglücklich. Aber wir können jetzt Wein transportieren. Da haben wir immerhin 60.000 Pfund Lieferprämien bekommen. Sehr gut. Wir können das jetzt direkt investieren. Und du kannst jetzt, also der fährt jetzt erstmal nach Utrecht. Der könnte dann von Utrecht nach Essen fahren. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir quasi mal einer und dann 2 Stationen. Von Essen fährt er nach Antwerpen. Erst machen wir mal 1 Post und 2 Passagiere. Wunderbar. Und wir können Essen noch schnell vor dem Ende der Fiskalperiode das Restaurant kaufen. Sehr gut. So, dann fahre er los. So, da haben wir jetzt andere Einnahmen, 88.000. Da haben wir jetzt hier ein bisschen weniger verdient. Das war jetzt nicht so elegant. Aber Rekordprofit, ja, weil die 60.000 Reingewinn waren. Wir stehen bei 18. So, Dijon Bern hat sich gefangen. Ja, hier Limoges und Tours. Die sind echt. Gucken wir uns mal an auf der großen Karte. Also hier ist er einmal. Hier links im Frankreich. Er geht nach Straßburg hier runter. Das heißt, uns bleibt Osnabrück. So, jetzt sehen wir hier auf der Karte auch nochmal, also etwas anders dargestellt. Wir müssen auf jeden Fall nach Osnabrück. Das ist Pflicht. Okay, also das machen wir jetzt. Mal gucken, wie wir von Essen da hinkommen. Da müssen wir hier, glaube ich, um die Kurve. Wo ist hier in Osnabrück der Zentrum? Das wäre idealerweise auch in Bremen. Ach, jetzt werden wir hier in Bremen ankämen. Dann müssen wir in Osnabrück. Hier wäre ganz gut, ne? 2, 2. Dann müssten wir hier so quer. Hier hoch. Okay. So, gleich kommt der erste Zug in Essen. Also hier geht es dann gleich hoch. Okay. Dann warten wir auf das Geld. Außenhandel blüht, neue Märkte eröffnet. Aufschwung, ja, prima. Das hat ja auch noch was mit den Zinsen zu tun.
Für unseren Kredit. Wahrscheinlich brauchen wir dann ja irgendwann noch eine zweite Lok. Stuttgart Frankfurt kauft Aktien. Der Zug kommt in Essen an. Da hat jetzt ein bisschen mehr gerechnet. Aber gut. Und das war's auch schon. So, er fährt jetzt nach Antwerpen. Checken jetzt nochmal ganz kurz, wie jetzt hier so die Lage ist. Utrecht, viel Post. Mist. Schon wieder ein Fußballspiel. Melde mal. Wein von Brüssel nach Essen. So, das kriegen wir jetzt hin. Also, du fährst jetzt nach Brüssel. Wein, Post, Passagier. Und was hier ist, wenn wir den Zug viel länger machen oder einen zweiten Zug uns spendieren. Das ist jetzt eine gute Frage, wann wir in den nächsten Zug investieren. Ich will erstmal nach Osnabrück. So, das klicken wir mal jetzt etwas schneller hier durch. Gut aus. Okay. Ja, Aktionärsanteil haben wir verkauft. Aktie geht leicht runter. Die Franzosen hier gehen rauf. Okay. Dann schauen wir mal, wie das jetzt hier so weitergeht. Orléans mit Paris. Aha. So, wo ist er, der Zug? Können wir mal gucken, hier Karte 3, das ist die kleinere Karte. So, hier sehen wir dann alles, da fährt er noch etwas schneller. Also das sieht doch gut aus, sondern deswegen gleich P für Pickup und D für Deliver. So, du musst jetzt nach Essen, bitte. Und da kannst du zweimal Post und zweimal Passagier nehmen. So, das können wir jetzt auch hier machen. Passagier. Wir müssen wahrscheinlich auch irgendwann mal anfangen, die Gleise dann doppelspurig zu machen oder zweigleisig machen, damit das besser funktioniert. So. Kaufen alle fleißig Aktien, aber ich dachte, das bedroht uns nicht. Der Bonus wird schon schnell kleiner. Das geht natürlich dann besser, wenn es irgendwann noch schnellere Züge haben. Verkauft Aktien, weil das ist eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. So, da ist jetzt nicht viel passiert, deswegen haben wir Verlust gemacht. Aktien gehen runter, okay. Und wir kriegen die Prämie. So, jetzt sind wir hier wieder im normalen Modus. Ah, hier ist gerade eben übrigens, deswegen ist hier der Pixel weggegangen. Hier ist nämlich eine Stadt entstanden. Bei Utrecht. Die Stadt wächst wirklich gut. So, er fährt jetzt nach Antwerpen. Jetzt sind wir wieder hier im Regelbetrieb. Wir warten mal ab. So, die Class A4-Lokomotive stärker und schneller. Die fährt 70 km/h. Kostet 70.000. 70 Meilen pro Stunde. Bei 4 Waggons. Ja, mal sehen, das ist. Es geht schon schnell runter. Wir fahren ja eigentlich müssen wir mit 3 Waggons fahren. Das ist, wir brauchen mehr Züge, aber wir werden hier die Lok austauschen, sobald wir uns es leisten können. Es geht jetzt auch schon ordentlich ins Minus hier.
Denn tatsächlich kommt es ja hier auf Geschwindigkeit an bei der Post und den Passagieren. Ja, 32.000 nur aus Essen. Paris und Le Havre. So, Kohle von Utrecht nach Brüssel, das machen wir jetzt nicht. Wurde jetzt nach Utrecht fährt. So, das klicken wir jetzt schneller durch. Aktien gehen rauf. So, wir müssen hier die Kohle aufnehmen. Wir müssen jetzt wirklich in die wieder ins Plus kommen. Das ist jetzt wichtig. Sieht jetzt aber gut aus. Das Ganze läuft. Aber nach dem Bonus, wir sind jetzt ja schon wieder bei 72.000. Das macht keinen Sinn. Wir warten mal ab. So, jetzt wieder nach Antwerpen. Da können wir schön hin und her fahren. So, Betriebsgewinn 3. Naja. Das ist alles nur so lala. Kommen wir jetzt so aus dem Minus im Moment nicht mehr so richtig raus, habe ich so das Gefühl. Arbeiterunruhen wird hier eingezogen. Okay, das hat wieder negative Auswirkungen auf den Zins. Das Essen nach Antwerpen bringt das hier nur noch 29.000. Machen könnte ist Wirtschaftskrise. So sagen, man nimmt noch mal einen weiteren Kredit von 500.000 auf, kauft sich davon die Lok. Wir sehen uns ja hier unten. Essen wächst auch weiter. 40.000 Verlust gemacht. Das mit den zwei Waggons, Postwaggons, Passagiere funktioniert ja eigentlich. Das interessiert uns ja gar nicht. Das bleibt leider Gottes etwas mühselig hier. Auf 8, jetzt haben wir 30.000. Wirtschaftskrise. Und dann gehen wir auf 68 runter. 72 sind also 42.000, die wir da haben. Frage ist, ob es nicht sinnvoller ist, einen kürzeren Zug zu haben, der überall hält. Also es waren 1000 Pfund gemacht. Ja, wir müssen noch was ändern. Ja, der war nicht in Antwerpen, deswegen gerade diese Meldung mit der... hier habe ich nicht viel Geld hier. Weil er nicht in Antwerpen angekommen ist. Vielleicht machen wir das mal, dass wir jetzt hier sagen, also du fährst von... Brüssel
da nicht mehr hin, sondern nach Essen. Hast nur noch zwei Waggons. Und Zug ist ein Nahverkehrszug. So, jetzt fährt er nach Essen, hält aber gleich in Antwerpen. Müsste er eigentlich, oder? Moment, stopp. Stimmt für Essen, ja. Ja, also es ist leer. Die GE66 Crocodile, das ist ein Transport. Zug, also Güterzug, der viel Last ziehen kann. Wir sind ja schon im Januar 21. So, jetzt gucken wir mal, ob das 28 gleich in Essen. Frage ist, ob wir dann zwei oder vier Waggons oder drei, vielleicht machen wir in Essen. Ein Passagier. Le Mans mit Nord, okay. 42.000 Gewinn, das ist doch schon mal gut. Das ist doch gar nicht so schlecht. 37, jetzt sollte es schneller gehen, weil er jetzt den Ball hält. Macht mehr mit der Post. Auch schon erhofft, das ist gut. Von 30.000. Okay, Geschwindigkeit kurz mal einfrieren, denn dann können wir nämlich mit 2.000 plus können wir hier die Lokomotive austauschen gegen die Class A4 mitmachen. Statt der 60. Sie ist schneller. Sie kann schon auch drei Waggons ziehen. Das investieren wir. Wunderbar. Wir werden hier auch noch mal einen Passagierwaggon anhängen. Wunderbar. Wir sind wieder ins Minus gerutscht. Das ist nicht so schlimm. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt fährt er deutlich schneller. Immerhin. So, jetzt hat Antwerpen, müssen eigentlich hier sagen, zweimal Post und einmal Passagier, müssen wir ein bisschen nachsteuern. Post, Passagier, Post. So, alles klar, weiter geht's. Das klappt jetzt, ja, das ist besser. So, jetzt können wir das Spiel, schnell ist, bleibt mal mittel und dann werden wir jetzt mal hier uns um die Ausführung kümmern. Also wir hatten gesagt, wir wollten jetzt hier rechts rum. Um dann da hochzufahren. Jetzt gesagt, zwei Passagiere, ne, zwei Post. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Da haben wir doch das Problem auch gelöst.